In diesem Tutorial werde ich euch zeigen, wie man in GWX ein komplexeres Szenario, was eine Voxelmap und einige Objekte enthält, erstellt. Und zwar erstelle ich erst in Packs ein neues Szenarien-Pack, und zwar nenne ich das Map-Szene. Dieses Map-Szene hat jetzt ganz normal eine Logik und Menüs und so weiter. Das starte ich jetzt mit der GWIDE. Und ich kann jetzt in den Editor gehen und habe jetzt verschiedene Werkzeuge, zum Beispiel Voxel Cube zeichnet mir Würfel. Ich kann mit E das Material wechseln, hier zum Beispiel ein Goldwürfel. Und ich kann mit Steuerung Scrollrad die Größe des Würfels verändern. Ebenso habe ich das Tool Voxel Sphere, damit kann ich kleine Kugelchen malen, zum Beispiel hier eine Sandkugel. Auch mit Steuerung Scrollrad kann ich wieder die Kugelgröße verändern. Und diese Map, die speichere ich mit F5. Öffnet sich das Menü für die Speicherung und ich sage Save Voxel Map. Und jetzt ist die Map in tempmap.gz gespeichert. Darauf werde ich später zugreifen. Jetzt kann ich die Objekte setzen. Und zwar mache ich das mit dem Object Creator. Ich wähle jetzt zum Beispiel aus, dass hier eine Lore stehen soll auf dem Sand und daneben noch ein Schienenstück. Jetzt gibt es ein weiteres Tool, das nennt sich Save Position of Objects, und durch einen einfachen Klick löst sich diese Funktion aus. Und das Resultat sieht man in der Skriptdatenausgabe der GWIDE. Da haben sich jetzt zwei Zeilen hinzugefügt. Diese zwei Zeilen, die muss ich in mein Szenarienskript kopieren. Und zwar hier in diese Zeile rein. Damit kann ich erstmal die Objekte an der Stelle wiederherstellen. Und jetzt muss ich auch noch die Map reinladen. Und zwar gehe ich in den Ordner temp map, hole dort die Datei map.gz, gehe dann in packs, in mein map-Szene rein, mache dort einen Ordner, wo ich es reinhaben will, zum Beispiel maps, füge dort die Datei ein und gebe ihr einen Namen, sand.gz. Jetzt kann ich diese Map im Szenario laden lassen mit der Funktion loadMap maps/sand.gz. Ich sehe hier in Maps-Szene habe ich diesen Ordner maps/sand.gz, und zwar loadMap sucht die Position der Map-Datei in allen Packs, die ich geladen habe. In dem Fall Map-Szene, Object, System und Engine. So, mal ausprobieren. Ich habe hier wieder das Map-Szene und starte die Engine damit. Und siehe da, hier ist wieder unsere Voxel-Map mit den entsprechenden erstellten Objekten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.